So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS 2 Video hier auf YouTube. Diesmal mit dem Actros MP2 auf dem Iberia DLC. Wir sind nochmal zurück in Iberia, weil ich gerade dieses Cruising Iberia World of Trucks Event mache. Und ich dachte, da nehme ich euch einfach mal mit. Ich fahre das mit dem MP2 größtenteils, weil ich finde, dass der MP2 ein sehr, sehr guter LKW ist, den man einfach mal so zwischendurch fahren kann. Man muss sich an nichts groß gewöhnen, man kennt alles. Und ja. Natürlich mit V8-Motor, mit ordentlich Dampf, 550 PS, fahren wir jetzt 22 Tonnen Holzbalken von Burgos nach Madrid. Das sind 300 Kilometer, das ist also eine ganz entspannte Strecke, nicht zu lang, nicht zu kurz. Und ja, ich bin noch nicht ganz ausgeschlafen, muss ich dazu sagen, aber das soll ja euch hoffentlich nicht stören. Und wir machen uns einfach mal auf den Weg. Ich habe noch nicht so viele Cruising Iberia Events abgeschlossen, wenn wir mal. Ich habe gerade mal 4 von 20. Und in Madrid war ich auch schon mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt trotzdem mitgezählt wird oder ob man jede Stadt nur einmal befahren darf, aber das werden wir dann gleich rausfinden. Ja, die Rewards für dieses Cruising Iberia Event sind jetzt nicht so die krassesten, die ich unbedingt haben will, aber ich denke mir so, wenn man die sowieso bekommt und ich wollte sowieso nochmal Iberia ein bisschen abfahren, dann trifft sich das doch ganz gut und dann machen wir auch noch ein Video drüber. Das trifft sich dann noch besser. Und ich muss sagen, ich finde diesen V8-Klang immer noch herrlich. Wer sich mal so ein Soundvideo von einem MP2 anschaut oder auch einem MP3 V8, der nicht gestraight-piped oder nicht geopen-piped wurde, sondern der einfach ist, wie er ist, der wird merken, dass dieser Soundmod hier schon ziemlich nah dran kommt. Das auf jeden Fall, da kann man sich nicht drüber beschweren. Ja, wie gesagt, wir fahren nach Madrid. Wir sind jetzt so ziemlich an der, ja, Nordwestküste Spaniens, glaube ich. Ja, fast. Und, naja, eher Nordküste, ne? Und, fahren jetzt halt 300 Kilometer ins Landesinnere in die Hauptstadt. Wir sind auch schon mal nach Madrid gefahren, damals mit dem MP2 Black Edition, das weiß ich noch. Vielleicht fahren wir jetzt aber zu einer anderen Firma, einfach für die Abwechslung. Und die Strecke dahin ist ja sowieso eine andere, deswegen ist es ja eigentlich völlig egal. Ansonsten, wenn ich zu diesem Cruising Iberia Event noch mehr Videos machen sollte, werde ich natürlich darauf achten, dass ich Städte zeige, die wir im Let's Play noch nicht gesehen haben. Auf der anderen Seite wird das vielleicht aber auch einfach am Sonntag als Stream weitergehen und dann beende ich das am Sonntag auch und dann werden wir das in Videos gar nicht mehr sehen, denn morgen wird wahrscheinlich mal kein ETS 2 Video kommen und auch kein ATS Video, sondern morgen schauen wir uns mal die Demo vom Car Mechanic Simulator 21 an, die jetzt rausgekommen ist. Ich habe nämlich den 15er und den 18er Teil gespielt, den 15er sogar sehr gerne und bin natürlich gespannt, was die Demo vom 21er so kann. Deswegen, wer da Bock drauf hat, könnt ihr natürlich auch einschalten. Ich habe die Demo sogar schon mal ein bisschen angespielt und es ist ein echt gutes Spiel bis jetzt, finde ich. Definitiv besser als der 18er, aber darüber reden wir dann in dem Video. Und dann werden wir vielleicht nochmal die älteren Car Mechanic Simulator Spiele livestreamen. Mal gucken, wie das alles zeitlich so passt. Aber jetzt in dem Moment wird es morgen erstmal ein Video zum 21er geben, wenn ich noch schaffe, es aufzunehmen. Und vielleicht streamen wir Samstagabend ja auch noch mal live, vielleicht aber auch schon Freitagabend, das müssen wir dann mal gucken. Auf jeden Fall werden wir am Sonntag wieder live gehen. Das steht fest, das ist nied- und nagelfest, hundertprozentig, irgendwann am Abend, so zwischen ja, 17 und 20 Uhr wieder werden wir anfangen. Vielleicht so um 18 Uhr oder so, müssen wir alles mal schauen. Und dann würden wir im Livestream noch dieses Cruising Iberia DLC abarbeiten. Und uns dann vielleicht auch zusammen die Rewards anschauen. Das wäre doch mal cool. So, ziehen wir mal nach links rüber, damit der Kollege hier rein kann. Damit muss ich zwar den Turan oder was das da hinten ist, abwürgen, aber naja, ist halt so. Der hat jetzt halt mal Pech, der kann nochmal 2 Sekunden warten. So ist ja nicht. Jetzt kann er ja eh schon wieder überholen. Ja, aber den World of Trucks aufträgen sind wir natürlich auf 90 km/h beschränkt. Stört mich ein bisschen, weil ich gerne das Tempolimit ein bisschen mehr ausreize, bis in die Toleranz rein. Das heißt, ich würde hier eigentlich gerne 94 fahren. Aber das Spiel lässt uns halt einfach nicht.
Dieses World of Trucks Tempo Limit müsste eh zumindest mal auf 100 angehoben werden, weil es gibt ja auf der Map mittlerweile Stellen im Road to the Black Sea DLC. Ich überhole den jetzt übrigens einfach mal rechts, ich sehe es nicht ein, hinter ihm herzufahren. Im Road to the Black Sea DLC gibt es ja die ein oder andere Stelle, wo man 100 fahren darf. Auf rumänischen Autobahnen ist es, glaube ich, so. Und das finde ich, sollte in den World of Trucks Aufträgen auch mal ein bisschen angepasst werden, dass man da dann auch wirklich so viel fahren kann, wie in dem Land gerade erlaubt ist. Jetzt kurz Angst, dass wir dem Scania hinter uns so vor die Nase ziehen, dass er eine Vollbremsung reinhaut, aber ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, der nötige Abstand war schon da. Ah, und jetzt kann er sich plötzlich nach rechts einordnen. Ist klar. Bin noch mal gespannt, wie lange ich brauchen werde. Die Regel bei diesem Event ist ja, dass man mindestens 200 Kilometer in oder aus einer Stadt in Iberia zurücklegen soll. Das heißt, man soll mindestens 200 Kilometer fahren und in eine Stadt im Iberia DLC fahren oder aus einer Stadt im Iberia DLC woanders hinfahren. Oder halt innerhalb des Iberia DLCs, das geht natürlich auch. Und ich bin gespannt, wie lange das dauert. Ich habe jetzt die ersten vier. Und je nachdem, wie das denn geregelt ist, ob man jetzt eine Stadt zweimal befahren kann oder nicht, haben wir dann halt eben ein Problem, weil ich glaube nirgendwo eine Liste sehen, in welchen Städten ich schon war und in welchen noch nicht, und dann hätte ich jetzt schon den Überblick verloren. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in Madrid war und dass ich in der Stadt war, wo wir jetzt gerade losgefahren sind, aber wo ich ansonsten schon war, gar keine Ahnung. Ich glaube in Portugal irgendwo, aber ich bin mir halt echt nicht sicher. Deswegen, das wäre dann auf jeden Fall ein Problem. Naja, müssen wir mal schauen, wie das so funktioniert. Ich ist jetzt 80, aber nach dem Tunnel ist wahrscheinlich eh wieder 90, deswegen brauchen wir da jetzt nicht unbedingt runterbremsen. Ich kenne ja den ETS mittlerweile. Auch im Tunnel. Ich finde dieser LKW-Sound, beziehungsweise dieser Soundmod für diesen MP2, der ist wirklich allererste Sahne. Der klingt wirklich wie ein richtig souveräner V8, der da unten vor sich hinarbeitet unter uns. Top-Arbeit, gar nicht zu vergleichen mit den SCS-Sounds für den MP3 Actros zum Beispiel. Damit kann man den natürlich gar nicht vergleichen. Okay, wie es aussieht, wird hier einfach nicht mehr das Tempolimit aufgehoben auf 90. Dann überhole ich gerade mal. Oder ich überhole nicht. Dann überhole ich halt nicht noch den LKW, sondern fahre jetzt schon wieder 80. Na gut. Ach, und hier ist dann wieder neu. Ja, das ist ja. Es war mir so klar, dass gerade dann wieder 90 ist, wenn ich beschließe, mich ans Tempolimit zu halten. Das war vorhersehbar. Na gut. Es sind ja nur noch 155 Kilometer. Ist aber natürlich ein Vorteil von Spanien gegenüber Portugal, dass du auf der Autobahn 90 fahren kannst. Andererseits hast du in Portugal keine Mautstellen, bei denen du anhalten kannst. Musst. Sondern da fährst du ja unter diesen Brücken durch und wirst quasi gescannt. Also jetzt nicht gescannt im Herkö, also ihr wisst, was ich meine, ne? Man fährt durch und dann macht's Piep und dann ist es bezahlt. In der Realität hat man dann irgendwo so ein kleines Gerät an der Windschutzscheibe hängen. Das ist ja bei der Pkw-Maut zum Beispiel in Österreich so. Denkt man sich so ein kleines Gerät oder so eine kleine Vignette oder wie das auch immer heißt, ja, eine Vignette, kein Gerät, du bekommst ja da kein Gerät. Aber du hängst es ja dann halt so Vignetten ans Auto. Und dann wirst du gescannt und dann kannst du das hinterher, glaube ich, irgendwie bezahlen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert. Also in Österreich war schon wieder eine Weile her. Aber irgendwie so die Richtung. Kann aber auch sein, dass es mittlerweile dort anders ist. Ja, der V8 müht sich halt gerade ein bisschen ab, weil ging halt ein bisschen bergauf, jetzt geht es wieder ein bisschen bergab und wir haben halt auch 22 Tonnen, was gar nicht so wenig ist. Wir haben 550 PS, das ist der zweitstärkste. Ihr wisst ja, ich nehme immer nicht so gern die allerstärksten Motoren, weil ich das auch für nicht realistisch halte und so. Da kennt ihr meine Thematik und meinen Standpunkt ja, dass die meisten LKWs in Deutschland auch so zwischen 400 und 500 PS haben und eigentlich nicht viel mehr und deswegen will ich da jetzt auch nicht immer die stärksten Motoren mehr rausziehen. Ja, MP3 werden wir in nächster Zeit auch noch mal sehen, definitiv.
Vielleicht sogar als Black und als White Lane. Dafür muss ich aber Level 50 erreichen. Ich bin noch relativ weit weg von Level 50 und so. Dann müssen wir halt einfach mal schauen, wie wir das hinkriegen. Und ansonsten ist er gerade ein bisschen flaut. Ich habe eben nochmal ins SCS-Forum geguckt. Ich habe jetzt keinen interessanten Mod gefunden, der geupdatet wurde oder der neueste, den ich gerne fahren würde. Den TGX, Quatsch, TGX, TGA werde ich mir aber noch installieren. Den zeigen wir auf jeden Fall nochmal. Aber ansonsten sieht es da ein bisschen schwierig mit aus. Ja, müssen wir einfach mal schauen, was da in nächster Zeit noch so kommt. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Magnum bald geupdatet wird und dass XBS irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten seinen F2000 herausbringt. Darauf warte ich natürlich. Weil der F2000. Das war übrigens jetzt ein komplett geistig behindertes Fahrmanöver. In der Realität hasse ich Leute so sehr, die sowas machen, die ihre Ausfahrt total vergessen und dann meinen, über 10 Spuren rüberziehen zu müssen. Ja, aber ich konnte ja nicht anders. Vor mir wäre eine Absperrung gewesen. Genau, auf den F2000 warte ich noch. Einer meiner Lieblingstrucks aus den 90ern, vor allem als Commander. Da habe ich auf jeden Fall sehr Bock drauf. Da hat XBS ja neulich auch gepostet. Hier 600 PS und so. Spitzenklasse LKW. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Auch auf die Umsetzung vom Innenraum und vom Sound und so weiter und so fort. Das werden wir dann ja alles sehen und das kann, glaube ich, wenn wir uns die bisherigen LKWs von XPS angucken, nur gut werden. So, hauen wir uns mal wieder den Tempomat auf 90 rein. Auf der Autobahn wird hier wieder 90 sein. Und dann sind wir fast auch schon in Madrid angekommen. Und ich glaube, wir fahren tatsächlich woanders hin als beim letzten Mal. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Das letzte Mal ist ja auch schon wieder 3 Wochen her oder so. Da habe ich mir jetzt nicht unbedingt gemerkt, wo genau wir da hingefahren sind, ne? Ist klar. Zu iberischen Landschaften muss ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen, dass ich das sehr gut umgesetzt finde. Aber in der Realität bin ich halt nicht so der Freund von diesen Steppenlandschaften in Spanien. Da mag ich lieber tiefe Wälder. Irgendwo in Skandinavien oder in Osteuropa, das gefällt mir dann besser. Aber von der Umsetzung auf jeden Fall tipptopp und ab und zu fahre ich doch auch gerne hier durch. Auf jeden Fall. Und auch, dass man halt jetzt so mehr oder weniger, also wir sind ja jetzt schon mehr oder weniger in Madrid oder in der Nähe von Madrid, ne? Haben jetzt hier überall um uns herum so ein bisschen Wohngebiete und überall um uns herum so ein bisschen Gebäude. Das macht halt schon einen realistischen Eindruck und das lässt die Städte auch größer wirken, auch wenn wir gar nicht so einen großen Teil von den Städten reinfahren können. Der subjektive Eindruck ist halt da. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Das heißt, die Städte kommen einem größer vor, als sie sind. Das ist ja eigentlich was Gutes. Definitiv. Haben wir schon mal darüber gesprochen, dass mein Gaspedal manchmal so ein bisschen, dass es so ein bisschen verstaubt ist innen drin und deshalb manchmal so ein bisschen ausschlägt, so ganz leicht. Nicht, dass es im Spiel spürbar wird, aber der Retarder kackt sich dann meistens ein. Das heißt, wenn ich den Retarder drücke, passiert manchmal. Jetzt muss ich das Gaspedal einmal voll durchdrücken und wieder loslassen. Dann rafft das Lenkrad oder beziehungsweise die Software meistens, dass ich das Gaspedal in Wahrheit gar nicht betätige und gar nicht mit dem Fuß drauf bin. Ist so ein kleiner Nachteil am Logitech G29, so ein kleiner Schwachpunkt. Und ich glaube, hier habe ich den letzten Auftrag angenommen, den ich aus Madrid gestartet habe für dieses World of Trucks Event. Den habe ich, glaube ich, hier angenommen. An diesen Kreisel erinnere ich mich zumindest. Ja, genau, das war definitiv hier.
So, Tor geht auf, wir können rein. Ist auch eine größere Firma hier, was die wohl machen. RT-Lok. Okay. Okay. Schön, schön. So, dann packen wir die Bude mal ein und dann ist das Video auch schon wieder zu Ende. Wie gesagt, gestern habe ich übrigens noch ein Video zum Cabin DLC für den ATS gemacht. Schaut da auch gerne mal rein, wenn es euch interessiert. War, finde ich, ganz witzig, weil sich SCS da schön an Klischees von Amerikanern bedient hat. Und ansonsten schaut gerne mal morgen in den Car Mechanic Simulator 2021 rein. Und ja, aktiviert vielleicht die Glocke, bleibt so ein bisschen dran, verfolgt den Kanal so ein bisschen, dann seht ihr auf jeden Fall, wann live gestreamt wird. Oder schaut meine Insta-Story, da kündige ich es meistens auch an, einfach Alpha Logistik auf Instagram, also Alpha-Logistik. Da solltet ihr uns auf jeden Fall finden und ja, das war's auch schon. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Freitag. Bis zum nächsten Mal.